Ja, läuft. Was haben wir heute? 13., 19.? Dienstag. Ja, okay. Gut. Und 3, 2, 1, Tisch. Prost, Gregor. Whiplash, Leute. Prost. Zum Wohl. Und willkommen beim Biertaucher Podcast 273. Wir schreiben ungefähr den 13. September 2016, befinden uns im kleinen Innenhof Nummer wahrscheinlich 7 vom alten AKH. Und das Ganze findet, statt mit freundlicher Unterstützung von Wokonic.com, der Online-Marketing-Agentur vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle auch an unsere Flatterer, ans Klebemonster sowieso jedes Mal herzlichen Dank. Und auch an an die Leute, die uns über Patreon unterstützen. Also unseren Patreon. Das ist derzeit gleich noch einer. Unser Patreone. Und Und natürlich an die Leute, die uns Feedback schicken und die uns auch einfach so zuhören. So, genau, ja. Ganz, ganz eine wichtige Randgruppe. Ja, Leute, die uns einfach nur zuhören. Ja. Heute mit dem Gregor. Mit dem Horst und dem Stefan. Tja. Steigen wir in den Teaser. Worüber wollt ihr heute reden, Burschen? Also bei mir ist es kurz und bündig. Ich habe mir einen Film angeschaut, mit dem ich auf meine Soundkarte gewartet habe, nämlich Whiplash, ein Musikerdrama. Dann habe ich gespielt, wider Willen ein bisschen, aber dann sehr lange, Shooting Stars. Und außerdem habe ich zugesehen beim Spielen bei Thea The Awakening. Über Backup, selbstfahrende Autos, elektrische Busse und Recruiter-Mails. Ich war auf einem Ritterfest in Eggenburg. Und auf einer Genussstraße in Baden und habe den Film Contact High nachgeguckt. Ja, sehr gut. Das und sonst kleinere Meldungen. Gut, dieser aus. Dieser aus. Haben wir Termine zum Verlesen? Nichts auf der Liste zumindest. Wahrscheinlich ist es zu spät, aber es ist eine große Anti-TTIP-CETA-Abkommen-Demo am Samstag. Okay. Weißt du, wo die startet? Ja, die starten, glaube ich, immer beim Westbahnhof und marschieren dann die Marienhofer Straße runter. So die traditionelle Demo-Route in Wien. Ja, anscheinend krass. Und ja, das ist eigentlich vom Fußgänger Fest habe ich eh schon erzählt. Nein. Das Streetlife Festival. Ja, als das ist möglicher auch, Termin, genau. Ja, das ist, glaube ich, 16. oder so. In den Shownotes nachschauen. Sonst sind, glaube ich, keine dringenden Termine. Nix. Okay. Ja. Podcaster-Treffen ist zu spät. Ist zu spät, ja. Soll ich was mit ganz einer kleinen Anekdote beginnen? Ja, sehr gut. Anekdoten sind mit leichtem technischen Hintergrund. Ich habe mich heute in der Arbeit so heimelig gefühlt, weil ich seit langem wieder mal ein Tool verwendet habe, das ich früher schon sehr gern verwendet habe, aber nicht die Notwendigkeit hatte, ein Command-Line-Tool namens Multimove. Also es schreibt sich MMV und ist ein kleines Kommandozeilentool, mit dem du Files nach einem gewissen Muster umbenennen kannst. Nämlich mehrere. Ein Mass umrename sozusagen. Genau, ja. Und deswegen Multimove, da kannst du halt einfach mehrere. Und bei Directories funktioniert es auch. Und das Ganze ist auch, es gibt ja so Rename-Geschichten und so, und die sind ja oft relativ kompliziert zu bedienen. Und da finde ich die Syntax, das ist zwar natürlich vielleicht nicht ganz so mächtig wie ein voll ausgefasstes Regex, aber du kriegst damit eigentlich ziemlich schöne Sachen, relativ einfach gebacken. Und das war heute, habe ich so eine, das ist so wie leichtere Denksportaufgabe, also man überlegt sich so Ausdrücke, wie sich so benannt. Und ich habe mich dann doppelt heimelig gefühlt irgendwie, weil ich mir gedacht habe, und so ein gutes Tool und macht genau das und muss man nicht irgendwas Hässliches mit GUI installieren und irgendwie was dazulernen. Aber wie bediene ich das genau? Ich brauche da noch ein paar Tricks und ein paar Hilfen und schaue so nach MMV, genau richtig, Tutorial und stoße auf die Seite von Sven. Vom Sven Guckes. Er hat da schon einen ganz schönen Artikel geschrieben, der einen so richtig so ein bisschen einführt und bei der Hand nimmt. Und ich war da heute einfach so zutiefst zufrieden, eine Lösung gefunden zu haben in kürzester Zeit.
Klingt nach Erfüllung am Arbeitsplatz gefunden. Ja, man fühlt sich so ein bisschen, genau, wenn man sich mal so funktionierend fühlt. Die Welt funktioniert. So ein kleines so Problem gelöst, das ist schon ganz schön. Also Multimove, also wer auch vor solchen Problemen steht, der kann diesem Tool eine Chance geben. Wer sowas lieber in Python macht, es gibt ja das OS Walk Modul und ich freue mich immer so, dass es das gibt, dass ich bei solchen Aufgaben mir dann immer ein kleines Python-Programm schreibe, was dann meine Festplatte rekursiv durchackert und löscht, ja, wenn ich einen, ups, ich beim Debuggen schlecht bin. Zoom immer Backup haben? Ja, das ist so. Ich habe schon vor einiger Zeit davon erzählt, das Borg-Backup, das verwende ich noch immer. Mittlerweile auch schon ein paar Geschichten damit erlebt. Einmal eine Festplatte, die kaputt geworden ist, dadurch entdeckt, weil das Backup gescheitert ist mit einer schönen Fehlermeldung, die dann darauf hingewiesen hat, dass die Festplatte verstirbt. Also das hat mich sozusagen rechtzeitig gewarnt. Und was auch ganz nett ist, also das sichert in ein Archiv, und zwar einerseits durchaus auch übers Netzwerk, verschlüsselt dabei, dedupliziert und auf Wunsch komprimiert es auch. Und das noch versionierend. Also du kannst dann, wenn du so ein Backup fertig gemacht hast, jede dieser Versionen mounten als Read-Only-File-System. Nice. Und was ganz nett noch dabei ist, wenn es übers Netzwerk zum Beispiel abbricht, aus welchem Grund auch immer, die Verbindung abbricht und er bleibt sozusagen hängen, dann ist es nicht so, dass er in irgendeinem inkonsistenten Zustand ist und das nächste Mal ratterst du drüber und hast dann vielleicht irgendeinen Murks, sondern dann lockt er das Archiv auch, sodass du merkst beim nächsten Backup mit der entsprechenden Fehlermeldung, dass das noch gelockt ist, weil da das letzte Backup nicht vollständig war. Das heißt, du entfernst dann im nächsten Schritt das Log selber manuell und machst einen Check über das ganze Repository, sodass er mal schaut, ob alles in Ordnung ist, ein Konsistenzcheck. Das braucht zwar relativ lang, aber dadurch ist wieder sichergestellt, dass alles in sich konsistent ist. Also dieses Borg-Backup bin ich noch immer ein großer Fan davon und verwende ich noch immer. Das kann man sich ganz normal mit apt-get installieren oder muss man da... Gibt es auch, wobei bei Ubuntu, glaube ich, hat man dann nicht die letzte Version. Es gibt, glaube ich, ein PPA, das aktueller ist und man kann es natürlich auch runterladen in allen möglichen Formaten. Und konfigurieren tut man es über die Kommandozeile? Oder? Alles Kommandozeile plus Skripts, wenn man normalerweise die ganzen Optionen ja nicht eingeben will, aber es ist recht einfach. Sehr gute Dokumentation auf der Webseite, also gibt schon Manpages auch dafür, aber die Webseite ist sehr hübsch, weil es auch nette Beispiele hat und vom Schwierigkeitsgrad her steigt in den Aufgaben sozusagen. Also es fängt mit den ganz einfachen Sachen, die du als erstes haben willst, an und wird dann immer komplexer. Also so Sachen wie das mit dem Log entfernen, das steht dann halt relativ spät, weil das brauchst du am Anfang normalerweise nicht, solche Sachen. Na, das ging praktisch. Auch ein Nifty-Tool. Super. Ja, absolut. Borg. Borg-Backup. Hast du nachgelesen? Kommt es von einem Borg? Es ist ein Fork von einem anderen Projekt und sie haben es dann nach Borg benannt und wir assimilieren das andere Projekt. Es ist ein Deutscher, der Herr Waldmann, Vorname habe ich vergessen, der auch sehr nett reagiert auf Fragen und die blenden wir aus, die Störgeräusche im Hintergrund. Ich glaube, die sind lauter als du. Und also der reagiert sehr nett, ich glaube Thomas Waldmann heißt der, reagiert sehr nett auf Feedback bzw. auf Fragen, weil diese eine Situation, die ich da hatte mit der versterbenden Festplatte, da war für mich die Fehlermeldung ein bisschen kryptisch und die hat er mir dann freundlicherweise erklärt und mich darauf hingewiesen, was wohl die Ursache davon ist. Und so haben wir das dann auf die Reihe gekriegt. Cool. Jupp. Also der reagiert auch und klingt super. Reagiert absolut auf Feedback, gibt es auch auf Twitter, den Account von ihm, wo man anschreiben kann und so weiter. Also das funktioniert sehr nett. Cool. Vorschlag, gehen wir woanders hin, das wird dann nicht besser. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Backup-Programm. Ich war fertig. Ja, ich habe früher mal ein Backup-Programm verwendet, das auch relativ mächtig war. Aber es war relativ kompliziert in der Bedienung oder ich habe es einfach nicht gescheit. Behirn Bacola hat das geheißen. Kennst du das? Ja, noch aus Bandzeiten kenne ich das. Wirklich, aus Bandzeiten? Aus Bandzeiten, auf Magnetband, auf so Streamingband drauf gesichert. War aber nicht so super. Habe dann relativ bald auf Festplatten umgestellt, weil mir das genervt hat mit den Bändern hin und her kopieren und schauen, ob es dann wirklich gegangen ist und so weiter. Da braucht man Geduld dafür, oder? Für Bandspeicherung. Yep. Und vor allem muss man die Bänder auch wechseln, weil unendlich Kapazität haben sie halt doch auch nicht. Das heißt, du brauchst entweder einen Roboter dafür,
wenn du wirklich ein großes Laufwerk hast, nicht? Gibt es ja diese Bandroboter. Das habe ich nicht gehabt. Ich habe nur so ein simples Bandlaufwerk gehabt und dann haben sie ja immer wieder die Bänder verheddert und so Blödheiten. Das war nicht so ursuper. Ja. Halten die wenigstens 100 Jahre lang die Bänder oder nicht einmal das? Nein, das sind Magnetbänder. Mhm. Die werden genauso dumpf, wie die Audiokassetten sozusagen dumpf geworden sind in dem Sinne. Also Jahrzehnte halten sie sicher nicht. Mhm. Du kannst sie wieder bespielen, das ja. Mhm. Also das Material wird nicht so schnell hin, weil die alten Magnetbänder funktionieren ja auch noch immer ganz gut. Das, wenn das Trägermaterial nicht an der Sonne liegt, glaube ich, ist das nicht so ein Problem. Aber selber würde ich die Daten dort nicht Jahrzehnte drauf liegen lassen. Also doch auf Marmortafeln meißeln, wenn man es dauerhaft haben will. Ne? Ja. Was sonst? Ja. Papyrus ist auch noch relativ gut. Ist billiger als die Marmortafeln. Okay, ja, und nun? Warte jetzt, ich habe auch ein paar Kleinmeldungen. Kann ich das ausgedrückte Internet haben? Ja, genau. Moment. Ja. Ich wollte was vom Baluch erzählen. Mach das. Das sind zwei Meldungen, aber ich habe nicht sehr genau nachrecherchiert. Das eine ist, er hat gerade einen Prozess, also einfach Baluch-Blog lesen. Das eine ist, er hat einen Prozess gegen Meyer Mendelhof, so den Bösewicht in jeder Baluch-Erzählung, gewonnen. Mhm. Und da ging es darum, dass der ihm verbieten wollte, vor seinen Jagdgattern Demonstrationen abzuhalten. Das darf er jetzt sozusagen. Ja, das Höchstgericht hat das festgestellt, dass das im Rahmen der Meinungsäußerung des Demonstrationsrechts schon erlaubt ist. Und ja, einfach lesen, es ist sehr absurd, das Ganze. Und das andere ist, der Baluch hat ein Buch besprochen und da geht es um das Polizeispitzelwesen. Also wie das ging von England aus, wie so Undercover-Agenten in Umweltschutzorganisationen eingeschleust werden, okay, die der Leute dann aufstacheln, dass möglichst militante Aktionen machen, die dann auch europaweit herumgereist sind und zum Beispiel bei diesen diversen G8-Treffen und so, die mal speziell geschützt sind, dort halt versucht haben, Ärger zu machen und zu spitzeln und die dann auch Aktivistinnen geschwängert haben und, okay, und dann Kinder auch in die Welt gesetzt haben, aber gleich mehrere. Aha. Alles im Rahmen des Dienstes sozusagen. Also die auch... Undercover. Okay. Ja, und wie das jetzt ist, also einige von denen haben es aufplattelt und dann haben die Frauen von denen oder die Ex-Lebensgefährtinnen von denen, die dann anzeigt wegen Bigamie und halt auf Alimente geklagt und der britische Staat hat dann gesagt, na, das zahlt da nichts. Also ziemlich wilde Geschichten und er vermutet halt, dass das nicht nur in England der Fall war, sondern es gibt ja auch im Zuge des Tierschutzprozesses ist ja auch festgespitzelt worden und da haben sie auch eine Spitzeldame gehabt und die gehen dann auch, also das ist anscheinend ein gängiges Spionagetool, dass du diesen Spitzeln dann sagst, sie sollen auch persönliche Beziehungen eingehen mit den Aktivisten und das dann alles brav reporten. Ja, am besten selber eine Meinung bilden und dann sich gegebenenfalls für Interesse das Buch lesen. Genau, werde ich machen, hab's mir aber noch nicht gekauft, aber ja, so viel zum Thema Baluch. Baluch. Immer im Baluch-Blog kann man das schön nachlesen. Das hast du schon lange nicht mehr gehabt, jetzt den Baluch. Ja, ja. Leider, das Thema bleibt aktuell. Und sonst, ja, ich habe einen Tipp von Dennis befolgt. Und zwar hat er von der Genussmeile Baden geredet. Okay. Letztes Mal. Dann bin ich nach Baden gefahren, zur Genussmeile. Und das ist ganz schön. Kann ich sehr empfehlen. Das ist so in den Weinbergen zwischen Baden und Mödling. Mhm. Da gibt es einen Weg, der heißt, glaube ich, Wasserleitungsweg, wenn der Hochquellwasserleitung nachgeht. Okay. Und da haben sie praktisch die ganzen Heurigen haben in den Weinbergen direkt so kleine Außendependancen aufgebaut, einfach so einen Standl, wo du halt Wein kriegst und Schmalzbrot und was man halt so braucht. Und mit so Kerzeln und ganz süß und ab und zu mit Musik. Und man wandert halt so von einem Standl zum anderen durch die Weinberge. Und das klingt nett. Ist das ganzen Sommer oder installiert? Nein, das war, glaube ich, nur ein Wochenende. Ah, okay, verstehe. Da muss man sich hier so informieren, wann das stattfindet und dann kann man da entlang. Genussmeile heißt das Ding. Aber ich glaube, sie machen schon öfter im Jahr so ähnliche Aktionen. Mhm. Wo ich habe das zum ersten Mal gesehen und das war wirklich sehr, sehr nett. Also macht Wandern sehr viel Spaß.
Vor allem, wenn man so bei jedem zweiten Standl muss man doch ein bisschen was probieren. Und dann war so mittendrin im Feld dann ein Leberkäs-Standl und dann mehr Süßigkeiten-Standl, dann halt die verschiedenen Musikrichtungen auch. Und was hast du probiert dort? Was ist dir besonders positiv in Erinnerung geblieben? Ich habe nach dem dritten oder vierten Spritzwein die Übersicht verloren. Okay, aber ich war sehr, sehr gut gelaunt, bin ich da durch die Weinberge getorkelt. Und ja, viele Leute, ist mir aufgefallen, waren in Tracht, also die sind so mit Dirndl und Lederhosen herumgegangen. Okay. Und ja, also die Baden-Genussmeile hat gefallen. Badener Genussmeile, ja. Also Baden, ich bin von Baden nach Gumpolskirchen gewandert und das wird aber ja noch bis Mödling weitergegangen. Okay, wie lange geht man dann bis nach Mödling? Oder wie lange bist du gegangen? Ja, also so eine Schnellbahnstation sind so circa 4 Kilometer. Also du gehst eine Stunde gemütlich und wenn man natürlich bei jedem Standl sich hier prächtig unterhält, länger. Braucht man länger. Ne? Okay. Und die Standl sind wirklich so alle 100 Meter. Und wenn es halt dunkel wird, sind es wie Lichter und du hörst die Musik und torkelst halt bis zum nächsten. Schön, das hat so ein bisschen Festatmosphäre gelockert. Ja, so wie ein langgezogenes Volksfest halt sozusagen. Schön. Und nun? Und nun? Ich kann noch weiter erzählen. Completely different, nein. Wir bleiben bei gleichem, oder? Ja, also ich könnte erzählen, dass ich, noch was Ähnliches. Das Erntedankfest war diesmal im Augarten. Mhm. Das ist sonst bei der Hofburg immer. War jetzt erstmals im Augarten mit Öffnung von Landwirtschaftsminister und allen möglichen. Okay. Und war auch sehr nett. Also lauter so Standeln aufgebaut gewesen von der Genussregion Österreich. Und du hast halt Speis und Trank bekommen und Blasmusik und Trachtenkapellen und alles, was man so braucht. Und als Stadtmensch ist das sehr praktisch. Ja, du warst ja richtig unterwegs, oder? Ja. So ein bisschen das Land abgeklappert oder zumindest. Ja. Und gleich halt weiter gebechert. Nicht schlecht. Also kann ich auch sehr empfehlen. Erntedankfest in Wien. Aber was ich wirklich Touristisches gemacht habe, war, ich bin nach Eggenburg gefahren. Okay. Weil da gibt es ein großes Mittelalterfest, von dem hat mir mal schon ein Arbeitskollege vor urlanger Zeit erzählt. Mhm. Und jetzt habe ich das endlich geschafft und man kann vom Franz-Josef-Bahnhof direkt hinfahren. Okay. Gibt es einen Zug und der fährt circa eine Stunde raus. Na, dann ist man in Eggenburg. Eggenburg, habe ich mir sagen lassen, ist im Waldviertel. Und ist eine recht hübsche kleine Stadt mit Stadtmauer noch und sehr mittelalterlich. Und eben einmal im Jahr, ein Wochenende, machen sie ein riesen Mittelalterfest. Und da sperren sie wirklich einen großen Teil der Stadt, ist sozusagen Mittelalter-Spielgebiet. Ah, okay. Auch, also sie verwandeln erst einmal, also nicht nur die Fußgängerzone, was sie eh haben, sondern wirklich einen großen Teil der Innenstadt verwandeln sie in eine riesige Fußgängerzone. Und verlangen auch Eintritt dafür, also das sind richtig so Stadtwachen und so Pappendeckeltürme und man da kriegt sein Bundle wie auf einem Konzert und dann darf man halt rein und es spielt glaube ich auch ein großer Teil der Stadtbevölkerung mit und verkleidet sich da und rennt in Verkleidung herum und drinnen ist es dann halt ein einziger Riesenfußgängerzone mit Mittelaltermarktstandeln und also gibt es so fahrende Händler, die sich darauf spezialisiert haben, die bauen dann alle in den Straßen ihre Marktstandeln auf. Und dazu wird dann halt noch allerlei geboten, so Schauspieltruppen und Gaukler und Das heißt, so ein Mittelaltermarkt irgendwie dazugehört. Ja, du kannst eigentlich wirklich sie bewerben das als Zeitreise ins Mittelalter. Mhm. Also du kannst in diesem Stadtgebiet da stundenlang herumgehen und natürlich essen und kaufen und so. Und aber es gibt dann auch halt auch so was zum Anschauen und diverse Belustigungen. Ja. Hast du dich auch verkleidet? Nein, also so Profi war ich nicht. Ich bin einfach mit meinem Neffen so hingefahren, der hat das schon ein bisschen besser gekannt und habe geguckt und ich habe ein schönes Video gemacht und sogar schon auf YouTube geladen vom Einzug, also am Sonntag früh, wie die verkleideten Darsteller eingezogen sind. Ah, da sieht man schon einmal alle Verkleidungen in Pracht. Ja, das dauert mir ein paar Minuten und es waren sogar 4 Ritter zu Pferd mit wirklich sehr schönen. Also die Pferde hatten diese Schutzhüllen sozusagen. Also ja, genau. Also nicht aus Eisen, aber halt so Tücher. Ne? Und das schaut natürlich total toll aus, wenn du einmal vor so einem Pferd stehst und oben sitzt dann noch so ein riesiger Ritter drauf. Und war sehr beeindruckend. Ja, hat es ein Turnier gegeben? Das ist ja auch so ein Klassiker, dieser Mittelalter. Also ob es ein Pferdeturnier mit Lanzen gegeben hat, das weiß ich nicht. Mhm. Zumindest habe ich es nicht rausgekriegt.
Aber was es gab die Truppe Dreinschlag, das ist eine Wiener Gruppe, macht auch sehr schöne YouTube-Videos und die beschäftigen sich mit mittelalterlichen Langschwertfechten. Ah, okay. Und die haben also sozusagen mehrere Theaterstücke, die sehr actionlastig waren, dann aufgeführt. Und da habe ich mir so ein bisschen angeschaut. Wie Winnetou, so richtig. Ja, so ja. Ein bisschen also kleine Handlung und ja, Action. Und die Handlung sogar sehr lieb und familienfreundlich. Also mit, sie haben so die Grimhild-Saga so mit einem großen Drachen, Schauspieler nice. Im Drachenkostüm und natürlich diverse Anpassungen an die Zeit. Also Gefechte wurden dann manchmal so in Slow Motion dann eingefroren. Und ja, und die Bullet haben Time, dann, live Bullet ja, 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 alles drin. Und einen, der Siegfried hatte natürlich eine empfindliche Stelle, die speziell ja, mit zwei Dixie-Streifen markiert war. Und da wurde dann ein Power Glove angezogen und da ordentlich zur Belustigung der Kinder in diese empfindliche Stelle gedroschen. Ja, und aber das war recht toll. Also die haben sehr viele verschiedene Kampftechniken vorgeführt. Also es gab natürlich so eine Handlung und Klamauk auch immer wieder. Es gab einen Erzähler, der hat die Handlung sozusagen vorangetrieben und die Schauspieler waren mehr für die Stuntmen ja, genau, oder Stuntwoman-Sachen zuständig, haben auch eine Frau dabei gehabt. Und sie haben aber, also allein bei der Vorführung, die ich gesehen habe, gab es natürlich Schwertkampf, mit so Langschwertern haben sie aufeinander droschen. Und aber auch zwei mit Speeren, das sieht man relativ selten, also ein Kampf von zwei Leuten, die mit Speeren gegeneinander kämpfen und dann diverse Kombinationen wie Schwert gegen Dreschflegel und also alles was halt, ja, und auch so mit Judo-Rollen haben sie sich immer wieder so durchs Gras geschmissen. Also man hat ordentlich was zum Schauen gehabt. Schön. Da haben wir dann auf YouTube diese Gruppe Dreinschlag, also D-R-E-Y, Dreinschlag angeschaut und die macht auch so schöne Tutorials, wie man mit dem Schwert richtig kämpft. Und also die Schön. Beschäftigen sich da sehr ernsthaft. Hast du Met getrunken? Das ist immer so etwas, was ich mir immer vornehme. Nein, ich habe überhaupt sehr wenig konsumiert. Okay, also generell. Ja, also ja. Ich auch keinen... Aber ich fette, hätte Schweinbraten. Ja, also es gab wirklich so Ochs und Schwein und also Spieß und so. Also man hätte alterliche deftige Küche. Ja, also da deftige Kost war reichlich vorhanden. Und es gibt natürlich auch die Gasthäuser in Eggenburg, was sowieso da sind, die haben auch offen. Ja. Also man kommt, die man kriegt sich da ein auch. Ja. Ja, genau. Also ich habe gesehen, es gab Stangenbrot. Okay. Das war so Steckerlbrot. Also so Brot, das um einen Stecken wickelt. Und dann schaut aus wie ein Kornspitz. Ah, okay. Ja, und was mir sehr. Ja, das Einzige, was ich konsumiert habe, ich habe eine um 2 Euro habe ich mit einer Axt werfen dürfen, so Wurfaxten auf eine Zielscheibe. Okay. Ja, also die Wurfaxen, das schaut so aus wie ein Tomahawk, also eine sehr schmale Schneide ist. Es ist nicht so eine Holzhacke-Axt, sondern sie ist überraschend leicht eigentlich und dadurch kannst du es auch relativ gut werfen. Cool. Hat eine schmale Schneide dann. Und ja, etwas habe ich gemacht. Es war, Eggenburg hat eine sehr imposante Stadtmauer und vor der Stadtmauer gibt es dann so einen Stadtgraben. Die Stadtmauer ist auch begehbar. Und vor der Stadtmauer, also in der gratis zugänglichen Zone, waren dann auch so Zelte aufgebaut mit diversen Standeln. Und eins, ich werde es in den Shownotes verlinken. Das waren zwei Typen, die haben sich mit Schmiedekunst beschäftigt. Okay. Und dann, die waren so freundlich, habe ich mit denen angefangen quatschen und die haben mir genau erklärt, wie ein Kettenhemd funktioniert. Aha. Weil das habe ich früher nie so ganz kapiert und zwar gleich erste Fehlannahme von mir korrigiert. Durch die diversen Computerspiele, die ich spiele, habe ich immer gedacht, eine Plattenrüstung ist besser als ein Kettenhemd. Und die waren natürlich Kettenhemdhersteller, haben mir gesagt, nein, ein Kettenhemd ist besser, weil es ist leichter. Ja, natürlich. Und du bist also beweglicher und sie haben gemeint, die Schutzwirkung ist auch... nicht schlechter als von einer Platte. Ja. Aber es war, ist teurer zum Herstellen, weil noch viel mehr Handarbeit. Natürlich, also ich muss die Ketten herstellen. Genau. Und dann haben wir halt so gefachsimpelt. Und was ich nie kapiert habe, ist überhaupt, wie man eine Kette macht. Oder wie das, ja. Und das haben sie mir genau erklärt. Also es wird ein Draht gemacht. Der Draht wird um ein Holz gewickelt, um einen Dorn. Okay. Und dann hat man praktisch eine Drahtspirale. Die wird dann wie eine Salami in Scheiben geschnitten. Okay. Und dann hast du kleine, nicht ganz Ringeln, sondern kleine Spiralelemente, also wo es oben eben nicht ganz ein Ringel ist, sondern ja, genau, so offen. So. Ja. So wie eine verbogene Büroklammer schaut das dann aus, wie wenn du eine Büroklammer zu einem Ringel biegst. Und da gibt es dann halt mehrere Tricks. Entweder man tut die einfach nur so zusammenbiegen, ineinander, also wie wenn du das Büroklammern häkelst, dann sind die aber nicht wirklich Ringe, sondern halt nicht ganz geschlossene Ringe. Ja. Oder man kann das auch noch, diese offene Stelle dann Feuer verschweißen, also mit heiß machen, dann sind es zusammengeschweißt oder es gibt sogar eine Vernietung. Ah, also dass du das Blatt zwickst und dann noch eine Niete reinhaust. Interessant.
Und dann wollte ich natürlich wissen, ja, wenn das eh schon so viel Arbeit ist, weil es halt sehr aufwendig ist, etwas aus Kette zu machen, warum man es dann noch verschweißt und vernietet, wenn es eh so auch hält. Okay. Dann haben sie mich genussvoll aufgeklärt, ja, weil ein Kettenhemd schützt dich halt gegen eine Schneidwaffe, aber nicht gegen eine Stichwaffe. Eine Stichwaffe, da gibt es eben eigene Panzerbrecher und so Panzerbrechhammer und auch so Botkin-Pfeile, also die extra darauf spezialisiert waren. Und wenn die mit genug Wucht in so eine Kette reingehen, wo die Glieder eben nicht schön verschweißt sind, sondern einfach nur so zusammengebogen, dann kannst du das aufbrechen. Ah, und diese Verschweißung schützt dich sozusagen besser gegen panzerstechende Waffen. Die stellen das her aktiv und verkaufen. Die stellen das aktiv her, ja, das haben sie gesagt, das ist viel Arbeit und dann haben sie auch gleich geschimpft, ja, also das aus Indien kriegst du das natürlich billiger und aus arabischen Ländern, wo so Kinderarbeit oder sonstige Vermutungen. Aber ja, und sie haben sich spezialisiert auf eben das Herstellen und auf Reparatur von Leuten, also die sich eine Kettenrüstung halt machen haben lassen. Oder sie haben auch coole Bierhalter aus Kette gehabt. Also okay, Bierhalter aus Kettenbierhalter. Ja, ja. Okay, einfach so zum Drüberziehen über ja, die ja, Ding. Okay. Hat ausgehört, aber wie hat heutzutage Bedarf an Ketten? Oder ja, das ist, kann ich auch beantworten. Ja. Ja, es gibt nämlich nichts, was es nicht gibt. Okay. Und sein Ex, also von dem einen hat er mal genussvoll erklärt, sein Exportschlager ist der Kettenbikini. Okay. Alles gibt's. Aha. War mein erstes Argument natürlich, aber der ist ja nicht blickdicht und das hat er mir dann gezeigt. Nein, nein, der ist blickdicht. Wenn man es nur irgendwie gemacht, ja, das geht. Den, wenn man, und, aber der Kettenbikini, okay. Verstehe. Kettenbikini, also alles gibt's. Okay, gibt's alles. Aber ansonsten so ein also Freizeit wahrscheinlich. Leute. Ja, ja, also für die ganzen Reenactor und Leute, die halt Reenactor, ja genau. Und Leute, die haben ein Samurai-Schwert an der Wand hängen und viele wollen halt auch ein Kettenhemd. Wir leben, man darf nicht vergessen, wir leben im Zeitalter des Cosplays. Das heißt, ja, die Labler, die besseren, also wollen das auch haben. Ja. Genau, ja, wird es wahrscheinlich schon. Ja, und das Problem ist halt, dass halt extrem viel Handarbeit drinsteckt und auch damals schon. Und dann habe ich ein bisschen geredet, wie das ausschaut mit industriell herstellen und sie haben gemeint, also man kann teilweise so einen Fleck-Kettenhemd schon halbwegs maschinell herstellen. Okay. Und die muss dann aber trotzdem noch in Handarbeit zusammennähen. Also dann hast du so Versatzstücke. Ja. Und sie vermuten, dass im Mittelalter zwar nicht maschinelle Kettenherstellung gegeben hat, aber wie bei Adam Smith dieses Beispiel von dem Nadelmacher, also eine Durcharbeitsteilung, dass die dann sehr, sehr in Serie produzieren haben können. Puh. Und in den diversen Zeughäusern haben sie gemeint, kann man sich heute noch Kettenhemden anschauen. Also, gibt genug vom Mittelalter. Aber es war auf jeden Fall sehr interessant. Ja. So was heute eine sehr teure, kugelsichere Weste wäre. Also einfach ein extrem teurer Schutz. Ja. Und natürlich Vorteil, wesentlich leichter und man ist drinnen beweglicher als in einer Plattenrüstung und hat weniger Eis. Das ist heutzutage noch, ja. Ja, und spannend. Ja, die haben sich halt darauf spezialisiert. Das sind recht sympathische Typen. Was man das machen kann. Ja, ja, wirklich. Es ist immer wieder erstaunlich aufs Neue. Und sonst einfach auf YouTube schauen. Ich habe den Einzug dieser Mittelalter verkleideten Typen gefilmt und da gab es halt so diverse Gruppen. Also ich glaube, nicht alle Gruppen waren aus Eggenburg. Manche waren eben wie dieser Dreinschlag aus Wien und dann gab es so Bauchtänzer und Schwerttänzerinnen. Und meine Lieblingsgruppe ist, die sind mit halbnackten Oberkörper rumgelaufen und ich habe nicht kapiert. Ich habe gedacht, die werden so irgendeine Selbstgeißelungsflagellantensekte sein oder sowas. Und nein, die haben sich einen Badezuber aufgebaut mit Biertisch und haben dann in dem Badezuber dann getafelt und getrunken. Warum nicht? Ja, ja. Und sonst gab es so eine Darbietung, da ich glaube, sie zeigen mittelalterliche Foltertechniken, weil es ging so um Glüheisen und um so schmorendes Fleisch. Aber nein, es ging um mittelalterliche Medizintechnik, aber der Unterschied war nicht ganz so groß. Fließender Übergang, ja, mit so Mönchen, Inquisitor-Kutte und wir tauchen die abgehackte Hand in siedendes Öl und alles so halt. Sehr anschaulich. Ja, klingt aber nach einem bunten Erlebnis. Es ja, so kann man sehr Eindrücke gesammelt. Eggenburg Mittelalterfest. Schön. Es gibt ja jetzt, wo die Adventzeit wieder kommt. Ich bin ja schon Richtung Weihnachten, wie ihr wisst. Gibt es ja auch immer wieder einen Mittelalter-Weihnachtsmarkt, oder? Dort nämlich, wo diese große Kaserne ist. Ist das nicht... Stiftskaserne? Nein, nicht die Stiftskaserne. Ist im Arsenal, gell?
im Arsenal gibt es ein also Mittelalter. Im jetzigen Heeresgeschichtlichen Museum. Mhm. Ja, dort im Innenhof. Also ich bin mir nicht sicher, wo, aber ich habe es jedes Jahr angeschrieben gehabt und habe es mir immer. Warst du noch nie dort? Oder? War noch nicht dort, aber wie gesagt. Mal eine Biertaucher-Expedition starten. Ja, ich habe gesagt, wir werden es ja auch ein Met auch in der Adventzeit haben, nicht nur. Und du bist auf dieses Met, das ist gut, oder? Es ist immer so ein Begriff, der hochkommt, habe ich noch nicht probiert. Ah. Würde ich gern probieren. Und natürlich. Und sonst passend zum Thema kann ich sehr empfehlen von der Kabarettgruppe Eure Mütter. Die haben ein Lied gemacht über Mittelaltermärkte. Ich verlinke es auf YouTube. Okay. Ich verrate es jetzt nicht, sonst ist der Gag verloren. Ja, du musst nicht spoilern, genau. Ja, das ist sehr, sehr nett. Mhm. Gut. Das war's von meiner Seite. Also passendes habe ich da nichts drauf. Kannst du nicht sagen. Für Mittelalter wirklich passend. Hat dir das Thema Kettenhemd-Bikini jetzt die Fantasie? Nein, eigentlich habe ich nicht eher Ärger. Also. Aber du kannst doch einfach switchen zu was. Switchen zu einem seltsamen Recruiter-Mail. Ja. Normalerweise sind die Recruiter-Mails, die kriegen total absurd. Und diesmal, ja, wir haben uns ihr ihr GitHub-Profil angeschaut. Allerdings hat es nur bis zum ersten Repo geschafft, was mehr oder minder leer ist. Aber aufgrund dieses fast leeren Repos haben sie gemeint, dass ich ganz perfekt zu einem ihrer Kunden passen wird. Oh. Also wenn sie sich schon die Mühe machen, ins GitHub-Profil zu schauen, nicht vielleicht das erste, also im Alphabet das erste Repo nehmen, sondern halt schauen, vielleicht irgendein größeres oder so. Aber das ist kein Kompliment für einen Kunden, wenn sie einen Entwickler wollen, ohne mit der leeren Repo-Kompliment. Aber es ist so halb richtig gemacht. So. Vor allem kein, daneben ist auch vorbei. Vor allem kein Kompliment von Recruiter. Ich habe mir gedacht, da sind sie einen Schritt weitergegangen, aber halt nicht wirklich nicht verstanden, um was es wirklich geht. Ja, ich habe gespielt, kann ich kurz einstrahlen. Ein Spiel, über das ich schon gehört habe, im Insert 9 oder wo, da glaube ich war auch einer der Entwickler, aber das ist dünnes Eis, muss auch nicht sein. Vielleicht habe ich auch nur so darüber gehört, das nennt sich Shooting Stars. Mhm. Und das ist von einem Wiener Independent Entwicklerstudio namens Blood Irony Games. Und gibt es für iOS und für Android. Und ich habe in dem Podcast drüber gehört und gedacht, bah, na, Blödsinn, kaufe ich mir sicher nicht, spiele ich sicher nicht. Dann habe ich es auch vergessen, dass es überhaupt gibt, aber irgendwann kommt ja immer ein Humble Bundle und bei irgendeinem Humble Bundle war es dabei. Mitgekauft, richtig, obwohl du gar nicht wolltest. Also warum ich Ding ist, es ist ein Action-Spiel und ich habe meine Vorbehalte gegenüber Touchscreens und Action. Es geht meistens nicht gut zusammen. Außer das ist fürs Tablet, oder? Das ist für Phone und Tablet. Okay, ja. Und wie gesagt, da war ich schon mal abgeschreckt, weil das funktioniert meistens nicht gut oder ist halt für so Endlos-Runner, wo du dann nur noch tippen musst, dann funktioniert es schon ganz gut irgendwie, aber das hätte ich mir so nicht gekauft. Und zweitens, es hat einen sehr, sehr grellen Humor. Ja? Mhm. Es geht darum, dass unsere Prominenz, also prominente Leute, werden von Aliens übernommen und arbeiten nun für die böse Seite. Und du bist Cerno, ein Nerd, und bekämpfst diese Prominenten. Ja? Auf einem Hoverboard, wie vor Zurück in die Zukunft, auf einem rosa schwebenden Skateboard, mit Laserschuss. Deine Waffe ist eine Katze, du schießt also aus einer Katze. Du schießt die Katze oder die Katze schießt Laser? Beides. Also du schießt die Katze, aus der Katze kommen Laserstrahlen, aber mit diversen Upgrades oder so. Es gibt ein Upgrades, damit kannst du auch Katzentorpedos dann schießen. Ja. Klingt alles logisch, ja? Ja, richtig. Und du hast halt verschiedene Endgegner und dazwischen hast du so klassische Formationen von Gegnern, die du halt in guter Shoot-em-up-Manier wegschießt. Es fliegt ziemlich viel Munition von den Gegnern umher. Es kommt ja teilweise so ein bisschen vor wie den japanischen Spielen, mit diesem Bullet-Hell-Spiel, wo du wirklich viel Munition drinnen hast.
Und auch witzig, wusste ich aber nicht, ob es am Tablet oder die Spielmechanik liegt, es wird dann auch, wenn wahnsinnig viele gucken, sind's langsamer, mhm. was ja oft bei diesen Spielen noch ist, aber ich weiß nicht, ob die absichtlich oder Framerate einbricht, was aber einem auch wirklich das Leben retten kann. Mhm. Und wie gesagt, also das ist schon dieser überdrehte Humor und es gibt halt diesen, statt Chuck Norris gibt es den Nuck Joris irgendwie, also so alles ein bisschen umgedreht und die sagen dann auch immer witzige Sprüche zu dir und so. Und ja, ich habe das installiert und wollte das aber eigentlich nur so halb interessemäßig mit so, ja, habe ich auch, probiere ich aus und dann waren, weiß ich nicht, die nächsten 3 Stunden weg. Und ich habe auch in den nächsten Tagen dann immer wieder so reingespielt und bin immer mehr, also ich bin dann immer wieder hängen geblieben. Und auch jetzt, wo einfach so der erste Schub des Spielens vorbei ist, es ist halt ein ideales, ich sitze in der U-Bahn, warte auf die U-Bahn-Spiel. Man kann jederzeit Pause, du musst jetzt nicht große Konzentration aufhalten. Musst du irgendwie schnell feuern oder macht er das zumindest automatisch? Nein, das ist eben insofern automatisch. Du tippst auf den Schirm und du steuerst automatisch den Cerno und sobald du einen Finger auf dem Schirm hast, schießt der Autofeuer. Mhm. Also okay. Das ist ein... Du brauchst nicht wie wild aus. Und normalerweise ist das ja, also was mich an dem Spiel... ich habe ja Shoot 'em Up schon am C64er gespielt und so und beim Tablets ist halt das Problem mit der Steuerung mit dem Finger, das ist halt nicht sehr genau. Ja, ja. Aber sie haben, dadurch, dass es eben ein Hoverboard ist und das eben auch so hin und her hovert und die Schüsse, wie sie kommen, sehr gut austariert sind, ist es ein total rundes Spielgefühl. Und ich habe seit langem wieder, ich habe lange keine Shoot 'em Ups mehr gespielt, so mit Raumschiff und so, seit langem wieder so die alte Befriedigung eines Shoot 'em Up-Spiels, eines guten. Du hast das Gefühl, du hast es unter Kontrolle und du kannst das gut machen und es ist gerade so von dem Schwierigkeitsgrad, dass du eben nicht frustriert wirst, aber es wird dann, je länger du voranschreitest, immer schwieriger. Mhm. Also da muss man echt den Blood, wie heißt das? Bloody Irony. Blood Irony Games gratulieren, dass sie da wirklich so ein smoothes Spielgefühl hingebracht haben. Das hätte ich so für nicht möglich gehalten oder hat mich selber erstaunt, dass sie mich dann so bei der Stange gehalten haben. Und was halt dich während dem Spiel motiviert, du kriegst dann halt immer entweder Burger oder verschiedene Pommes oder weiß ich nicht, andere Extras, die halt Schüsse verdoppeln, verdreifachen oder du kannst, es ist halt wirklich gespickt. Es ist halt also Pick'em-ups. Also ja, Pick'em-ups und es ist halt gespickt mit Anspielungen. Also du kannst zum Beispiel eine Star Trooper-Maske aufsetzen, dann kriegst du 2 Klonkrieger an deiner Seite. Ah. Oder du kannst ein Schaf aufsammeln, dann kriegst du so ein Superschaf, wie bei Worms war das, glaube ich. Ja, genau, richtig. Oder also die sind an jeder Ecke hast du solche Anspielungen. Und dieser Referenzhumor ist ja nicht an und für sich nicht meins. Aber ich muss sagen, so prinzipiell während dem Spielen und so, es hat mich einfach gepackt. Ich habe mir auch währenddessen überlegt, soll ich jetzt darüber im Podcast erzählen und so, habe ich gesagt, ja, wenn das schon so ein Spiel ist, dass es trotz meinem Reingehens dann so geschafft hat, mich bei der Stange zu halten, ja klar. Also ist das, was es ist. Man kann dann auch irgendwie, es gibt dann so Daily Runs, das sind dann, also du kannst entweder so normal spielen, wo du halt bis zum Endgegner und weiter dann, das geht, glaube ich, weiß nicht, ob es endlos geht, aber es geht relativ lang, oder du kannst so, glaube ich, eine Level-Zusammenstellung, die täglich neu ist, spielen und dich dann in so Highscore eintragen, also da spielst du dann gegen die anderen, da brauchst du auch das Netz dazu, dann natürlich die Highscore dann abgleicht. Ja, super, also muss man sagen, so ein einfaches, simples Spiel und das einen dann doch so bei der Stange hält, super. Das hat mich überrascht und ich mich darin auch. Ja, ja cool. Mhm. Also und außerdem ein Wiener Indie-Entwickler. Also ach so, super. Auch sogar. Ja, das sind also laut Webseite. Genau. Und kann man taktieren ein bisschen? Also kannst du irgendwie so bewusst eine extra Waffe wählen oder sparen? Ja, ist schon. Also Sägeblätter nehme ich gerne als Ding. Und es gibt dann zum Beispiel, was ist das, ein Gameboy oder irgendeine Konsole kann man aufsammeln. Es gibt schon bessere, zum Beispiel das Smiley, wenn man den aufsammelt, das ist dann halt so ein Smiley, der über den Schirm wandert und so Streuschuss macht. Mhm. Ja, kann man nehmen, ist aber nicht so gut und
Das, was mich halt auch an diesen früheren C64er-Shootern abzeichnet hat, es gibt dann bei den verschiedenen Gegnern auch verschiedene Schussstrategien. Und ja, manche schießen auch nur in eine Richtung und das ist auch ganz angenehm. Da gibt es gewisse Gegner, die schießen nur nach unten, da kannst du dich nach hinten ins Eck stellen, warten, bis immer deine Sonderwaffe sich aufgeladen hat und den so langsam machen. Genau, richtig. Also du kriegst dann immer zusätzlich zu diesen Power-Upgrades eben noch diese Spezialwaffe, wie du zum Beispiel dieses Schaf oder irgendwie Katzenlenkraketen oder so, die du dann extra steuern kannst. Und das machst du dann mit Doppeltap. Also dann tust du zweimal schnell hintereinander tappen und dann siehst du oben aber, wie sich das wieder aufladet, bis du es wieder verwenden kannst. Ja. Ja, das war hier schon alles, das ist schon zu lang erzählt. Hast du was gespielt? Nein, gespielt habe ich relativ wenig. Was hat es gespielt? Hat das wer andere? Nein, da war was im Spiel. Da war was im Spiel. Ja, ich das suchen wir jetzt raus. Das habe ich noch nicht genug gespielt, um es referenzieren zu können. Okay. Ich habe geguckt, und zwar hat mir der dritte Teil von dieser Trilogie... Genau, der zweite Teil eigentlich. Ja, der mittlere, genau. Ja, der mittlere. Von dieser Nacktschnecken und Hotel Rock'n'Roll und der mittlere Teil war eben Contact High. Ja. Und da ich es nicht komplett auf YouTube gefunden habe, habe ich es mir gekauft. Und zwar über Flimit, ja. Ja. So eine Plattform, und das war recht nett eigentlich, weil man kriegt wirklich einen MP4, der auch auf meinem Linux problemlos läuft und der dann mir gehört. Also man kann sich aussuchen, streamen oder... Okay, und du hast das wirklich gekauft? Ja, ich wollte einfach wissen, was ist jetzt, wenn ich das kaufe. Und es war mir sympathischer als diese Amazon und sonstigen DRM-Geschichten, wo ich dann das Recht habe, ihn vorübergehend anzugucken oder nur mit einem speziellen Player oder so. Also okay, ja. Wir geben da wirklich einen DRM-freien MP4. Und wirklich? Ja. Das ist halt. Das hab ich gedacht, das ist eine vernünftige Strategie gegen Raubkopieren, dass du das einfach machst. Bezahlung war auch halbwegs problemlos. Das ist nett. Und, ja. Und was sagst du? Ja, was soll ich sagen zum Contact High? Also der ist eben dieser mittlere Film. Es ist größtenteils dieselben Schauspieler wie schon in Nacktschnecken, also auch Detlef Buick als eher seltsamen Verbrecher, und diese Pia Herzegger ist die Mao, also die Hauptdarstellerin, und Michael Ostrowski ist der eine Schmalspur-Gangster und sein Kollege, der von Nacktschnecken auch mitgespielt hat. Ah ja, genau, weiß schon, ja. Und das Setting ist, also wie soll man sagen, der Film fängt noch halbwegs kohärent an, ja, also ganz cool, auch so in Südamerika sagt ein Drogenboss, also tut er so eine Art Wahrsager oder Geisterseher holen, und weil er vermisst seine Tasche. Und die Tasche ist in Polen auf einem Feld und die wabert so unheimlich vor sich hin. Und diese Tasche soll jetzt geholt werden nach Österreich, das ist der Auftrag vom Boss im fernen Mexiko oder Kolumbien oder so. Und dann der Verbrecher, der da, ja genau, das geht dann an den Detlef Buick, und der schickt dann den Georg Friedrich, also den eher nicht so geistig gut benannt seinen Kleinkanofen, und der führt sich schon extrem deppert auf und gibt den Auftrag dann weiter eben an die Mao, also an diese seine Drogendealerin, und die beauftragt dann halt die zwei Vollpfosten. Nämlich den, okay, das ist immer weitergegeben worden. So runter, aber alle anderen, also zumindest der Detlef Buick und der Georg Friedrich, beschatten die und schauen, ob die das gut machen. Ja. Und also mehrere Leute mit begrenzter Zurechnungsfähigkeit fahren dann eben nach Polen und suchen dort diese Tasche, und von da wird es dann immer absurder. Okay. Und geht immer mehr in so einen Drogenrausch rein, und dieses Contact High spielt darauf an, dass wenn der eine was trinkt oder einwirft, dass der andere das, also das ist sozusagen dann telepathisch ihre dass Gefühle sich das überträgt, spülen, ja, spüren, ja, da wird halt mehrmals drauf angespielt. Und es macht dann bis zu einem gewissen Punkt, macht es noch einen Sinn, also die Handlung ist dann noch nachvollziehbar, also sie nehmen sich gegenseitig Autos weg und alles mögliche und wechseln halt Taschen und Hilde Dalig spielt auch mit, sehr sehenswert. Und irgendwann geht die Handlung sozusagen, also hat sich irgendwie totgelaufen oder ist nicht mehr ganz. Ich habe so das Gefühl gehabt, da war ihnen das jetzt zu lästig, das Drehbuch da jetzt noch weiterzufangen. Sondern es geht dann so, dass halt einer in einen Hühnerstall reingeht und kommt auf der anderen Seite in einer komplett anderen Stadt wieder raus und nimmt dort eine Tasche. Also es wird dann immer magischer, und das wird halt im Film so erklärt, dass sie halt immer mehr Pilze oder Kekse oder ja, Spacecakes oder sich auch einkiffen. Also der Drogennebel macht das Ganze immer dann immer
konfuser. Ja. Und der letzte Teil vom Film ist halt ein einziger Drogenrausch. Also die Eisenbahn fährt oben am Himmel und es regnet so magische Mushrooms runter. Und also es geht alles in einem großen Und dadurch LSD-mäßig. Ist auch nicht mehr so wichtig, warum da jetzt was wie nicht funktioniert, weil halt eh alles nicht ganz nachvollziehbar ist. Also es ist ein Film, der dann in einen LSD-Trip übergeht. Mhm. Kann man sagen, ja. Okay, und wie hat er dir jetzt gefallen, jetzt so im Vergleich zu Nacktschnecken und Hotel Rock'n'Roll? Ich glaube, ich stehe halt mehr drauf, wenn ich die Handlung irgendwie nachvollziehen kann. Also es war der, also kann man die anderen zwei Filme abgefahren. Besser gefallen. Es war mir einfach, ja, wobei man muss den Film auch in seiner Zeit sehen. Also, er hat schon mit CGI-Effekten ein bisschen gearbeitet. Also ich nehme an, das war halt damals für einen österreichischen Film sehr, sehr neu oder sehr, hat sich bisher keiner getraut, einfach so einen Film zu machen, der wirklich dann sagt, so, und jetzt scheiße ich aufs Drehbuch, jetzt gibt es nur noch einen Drogenrausch und das passt dann schon irgendwie alles. Ne? Mhm. Ja, also insofern meine, ist er mutig, der Film. Dass er ja. Ich meine, jetzt, was ihn sehenswert macht, ist, man sieht eine sehr junge Hilde Dallig, so die Schauspielerin, und es sind halt ein paar sehr absurde Situationskomik, also dass zwei sehr große Flaschen halt durch gesteigerte Unfähigkeit dann halt zufällig irgendwas wieder richtig machen, ne? ohne Plan und so. Und ja, eine nette. Also insofern auch eine Parallele, oder? Zum Hotel Rock'n'Roll geht es ja nicht auch so ein bisschen um Verwechslung oder so? Ja, so schon, aber da hat alles, da gibt es zwar auch so extrem herrlich absurde Elemente, aber sie übernehmen nicht den Film. Ja, ja, genau. Oder also ganz am Schluss vielleicht ein bisschen, aber da ist sozusagen wirklich das zumindest das letzte Drittel vom Film halt, das ist dann halt nicht rationell erklärbar, sondern... Das muss man sich anschauen und... Also ich meine, man kann das irgendwie intellektuell versuchen zu... Die Hauptdarsteller sind halt so auf Drogen drauf, dass sie das nicht korrekt nachvollziehen können, warum das jetzt funktioniert hat. Hm. Und das überträgt sich halt dann auf den Zuschauer. Genau, das kriegt man dann schöpft er halt visuell. Aber er hat sehr, sehr nette Ideen, also sie werden in... Sie fahren nach Lodz, also eine polnische Stadt, und werden dann beim Schwarzfahren erwischt und das kostet dann 5 Euro. Und dann lauter ganz also er ist Sachen. Aber trotzdem ein vergnüglicher Film. Also ja, es ist vergnüglich, aber es ist halt eher... Ich glaube, man sollte... Oder er macht wahrscheinlich am meisten Spaß, wenn man leicht eingekrocht ist und das alles lustig findet. Das waren schon so reinlich hinten Hütchen. Ja. Der Stefan sitzt an der Mauer und schmollt leicht. Bis vorbei ist. Ich habe auch noch einen Film. Erzähl. Ich habe mir Whiplash angeschaut. Den wollte ich schon länger schauen, aber ich habe gewartet, bis ich eine Soundkarte habe. Weil es handelt sich bei diesem Film um ein Musikerdrama. Nämlich um einen jungen Schlagzeuger, der wie wild Schlagzeug spielt. Und in der ersten Szene sieht man ihn, eben wie er wild übt, und da kommt ein älterer Herr hinein und der dürfte anscheinend ein angesehener Musiklehrer sein und auch ein Orchester führen. Und der hört sich das Schlagzeugspiel an und der wird dann aufgenommen zur Probe in dieses Orchester. Ja? Und dann verfolgt man so den Weg dieses jungen Musikers und des Lehrers. Und der Lehrer hat so einen, der ist kein freundlicher Lehrer, der ist so ein bisschen... Das Gegenteil von Waldorfschule, der arbeitet mit Angst und Schrecken und ein autoritärer Psychoterror, also kommt leicht ins Schreien, macht Leute fertig bis zum Weinen und schickst sie weg, also ein wirklich so richtig super fieser Lehrer. Ja. Und der Musiker lässt sich das aber gefallen und so schaut man so diesem Gespann zu. Ja. Also mich hat der Film interessiert, weil der Lehrer wird gespielt von, ich habe das mir aufgeschrieben, dort hat dann aber weggespeichert, von, wie heißt der, J.K. Simmons, sagt euch da was? Whiplash, da haben wir es. Genau, da haben wir ein Chassin, ja genau, J.K. Simmons. Das ist ein Schauspieler, der jetzt im Alter immer, der kann gut den Arsch verkörpern. Also der spielt den Lehrer und der ist für so Charakterrollen gebucht. Den kennen wir zum Beispiel, der hat den Abteilungschef oder den obersten Chef gespielt in Burn Notice von den Coen-Brüdern. Oder ich habe ihn gekannt von einer Serie, einer frühen HBO-Serie namens Oz. Das war ein Gefängnis
Serie, wo er schon einen oberfiesen Nazi gespielt hat. Ja. Und der kann das einfach gut. Er kann, das wusste ich, dass der schauspielerisch für diese Rolle einfach gemacht ist. Also der kann das gut. Und schauspielerisch und so kann ich überhaupt nichts aussetzen. Ästhetisch ist der Film ein Wahnsinn halt. Also es wird dann wirklich, es wird es ist halt schon sehr ästhetisiert. Also dieser junge Schlagzeuger spielt, bis ihm die Finger bluten. Und dann sieht man Einstellungen natürlich, wie er die blutige Hand in ins Eisbecken taucht und das Blut von dem Schlagzeugbecken tropft und solche Sachen. Oder zum Beispiel nach einem schweren Autounfall kommt er auch noch mit blutverschmierten Kragen dorthin und spielt auch noch weiter. Und so. Und was man macht im Film, der ist an und für sich sehr gut aufgenommen worden, also ist sehr geschätzt, aber ist auch umstritten ob der Aussage halt, weil es halt so eine negative Pädagogik könnte man reinlesen, dass er propagiert. Mich hat das jetzt nicht so gestört in dem Fall. Hätte mich aber habe ich von mir nicht erwartet, aber ich habe mich so gefreut, dass der J.K. Simmons diesen Fiesling so gut spielt. Die ganze Zeit so, ja, wow, das kannst du aber wirklich gut. Und wenn der Junge das sich gefallen lässt, ja, dann ist es halt wird so. Wird im Film genau erklärt, warum der Junge sich das alles gefallen lässt? Ja, also es so geht schon, es geht ein bisschen so von der Psychologie her wie der Spitzensport einfach. Über seine eigenen Grenzen hinaus zu wachsen, bis zur absoluten Exzellenz und dann auch eben über dieses Leiden das irgendwie zu machen. Aber abgesehen davon, wie gesagt, mich hat die J.K. Simmons schauspielerische Leistung daran fasziniert und der Sound ist wahnsinnig gut, weil es hat viele dieser Jazz-Themen und beeindruckende Schlagzeug-Soli kann man dort hören und so. Also irgendwie guter Film, andererseits jetzt so, dass ich gesagt habe, also ich habe mir schon viel davon erwartet, weil ich viel darüber gehört habe, er hat mich jetzt nicht so im letzten Äuzerl irgendwie jetzt abgeholt. Ja. Ich meine, der diesen Film gemacht hat, Regie geführt hat, hat auch das Drehbuch geschrieben, das ist der Damien Chazelle. Und der ist ja nicht uninteressant, der hat nämlich, der hat jetzt einen Film rausgebracht namens La La Land. Und der hat auch das Drehbuch zum Beispiel von 10 Cloverfield Lane, so einem Nachfolge Horror außerirdischen irgendwas Film, habe ich noch nicht gesehen, aber irgendwie scheint er interessantes Zeug zu machen und man muss sagen, handwerklich ist der Film einfach wirklich gut. Und ansonsten, ich weiß nicht, vom Drehbuch her würde ich jetzt sagen, damit ich jetzt wirklich relaten kann zu den Personen, weiß man halt überhaupt nicht eingängig, warum. Also da wurde mir zu wenig von deren Biografie gezeigt. Ja. Es war alles gut geschauspielt, aber warum die sich jetzt so wahnsinnig, der eine sich so fertig machen lässt und der andere dann so fertig macht, ist halt so. ist vielleicht ein Teil des super exzellenten, absolute Elitenmusikertums. In einem Karate-Film gehst du auch nicht wegen der Backstory, sondern wegen der Action-Szene. Richtig, genau. Also es ist wahrscheinlich eh auch so. Es ist vielleicht dann auch so ein Karate-Movie-Trainingsmontage, hast du wahrscheinlich eine gewisse ähnliche Logik auch darin verpackt. Und darin kannst so kannst du den Film auch anschauen. Also wie gesagt, ich fand die Musik extrem live und der J.K. Simmons hat gut gespielt. Das kann man sich schon anschauen. So Ravuzzi-Kapuzzi fand ich den Film nicht. Apropos Autounfall und verschmierter Kragen. Ah. Jetzt habe ich eine Überleitung. Ja, ich habe einen Artikel gelesen auf ORF.at mit dem Titel Plötzlich versagen die Bremsen. Autsch. Ja. Da geht es um ein Forschungsprojekt, wie man mit der Situation umgehen soll, denen die selbstfahrenden Autos in Zukunft dauernd gegenüberstehen werden, dass sie sich entscheiden müssen. Wen bringen sie jetzt um als nächstes? Ich finde diese Frage noch immer hirnrissig, weil das könnte man auch einen Autofahrer fragen, wen hast du denn vor umzubringen, wenn du fährst und kommst in die Situation. In der Situation entscheidet man halt dann halt und da entscheidet dann halt der Algorithmus und versucht es zu minimieren. Die konkrete Situation wird im Vorhinein ja ohnehin nicht programmiert, sondern es wird ein Algorithmus festgelegt, der dann anhand der juristisch saubere Lösung alle umniedermähen. Nein, das Programm lernt vom Fahrer dessen Verhalten, ja, zum Beispiel indem es seinen Musikgeschmack analysiert oder so, und macht dann, verhält sich dann so, wie er sich verhalten würde und er geht in Häfen. Da habe ich letztens auch einen Artikel gelesen, dass sie wirklich jetzt teilweise versuchen, das Fahren von realen Fahrern zu kopieren. Da bin ich nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ja, so aber das ist wieder ein anderes Thema. Ein nettereres Thema ist, das habe ich heute gelesen, einen Artikel auf T3N. Das ist so ein, eigentlich ist das eine Zeitschrift ursprünglich gewesen, aber jetzt ist es so ein Technologieportal. Vielleicht
am ehesten vergleichbar mit einer Future Zone in Österreich oder okay. so in die Richtung. Lese ich sehr gern T3N, also prinzipiell einmal Leseempfehlung dafür. Mhm. Und heute war ganz nett der Artikel, Elektrobus schafft 600 Kilometer, also ein Reisebus, der mit einer Akkuladung 600 Kilometer schafft, amerikanischer, ja schon ordentlich, ne? Der eben ausgelegt wird, mhm. damit er eben auch wirklich Langstrecke fahren mhm. kann. Und damit nimmt das auch mit den Teslas auf, die ja jetzt dauernd durch die Medien geistern, weil die schaffen nicht mhm. so viel, sondern die schaffen das jetzt. Also das ist die Hoffnung eben, dass sie dann wirklich auch große Distanzen ist schon schaffen. Wobei ein Bus hat es ja noch relativ leicht, ne? Der kann ruhig ein paar schwere Akkus mitschleppen, das ist nicht so ein Problem. Die kann man tief lagern im Bus und dann geht das schon halbwegs. Mhm. Also da in die Richtung wird weitergearbeitet, was die... Also kommt die Elektromobilität. Elektromobilität. Ja, schon. Ich glaube, ja. Es ist ein bisschen, ja, es ist, wenn man so durch die Web-Zinen liest oder so, ja. Es häufen sich die Elektroauto-Themen jetzt auch auf Heise war ein Artikel, mhm. das VW vorhat, ja, bis ja. 2020 30 Modelle auf den Markt zu werfen. BMW-ähnliches, so. Aber es klingt alles bisher schwerstens nach Ankündigungspolitik. Also ja. Ich sehe relativ wenig mhm. reale Geschichten. Ich höre nur, dass Tesla gerade einmal wieder ziemlich kämpft finanziell. Sie brauchen wieder dringend neue Geldgeber für dieses ja. für das Riesenwerk, das sie da bauen. Diese das ist ja ihres Projekt, das kann man sich auf die, in der Bildersuche mal anschauen. Also, die sind noch nicht fertig gebaut, aber wie es geplant ist. Ja. Irre. Ja, und sie kommen halt nicht nach mit ihren eigenen Plänen. Mhm. Also sie schaffen es bei weitem nicht, so viele Autos zu produzieren, geschweige denn die dann auch entsprechend zu vermarkten. Also da haben sie schon noch einige Probleme. Ja, und mit der Ankündigungspolitik, also wenn man so den Sportkommentator spielt oder so, sie haben halt auch sie müssen halt irgendwie vielleicht schon einmal was deliveren, weil sonst wir werden vielleicht andere Größen den Markt halt auch für sich einnehmen oder so. Ich meine, das war, glaube ich, in diesem Heise-Artikel oder einem anderen, wo dann irgendein VW-Manager gemeint hat, ja, und wir haben auch mit Google gesprochen, aber die Auffassungen über die Kontrolle des Projektes waren zu unterschiedlich und wir werden selber versuchen, da was auf die Beine zu stellen oder so. Also da ist alles offen. Ja, also schauen wir mal. Ich kann es nicht sagen. Alles noch sehr, schauen wir mal. Ja, bevor mal auch die Infrastruktur nicht gescheiter ist mit den Aufladesachen, dann die Ladezyklen noch schneller werden, vielleicht die Technologie generell. Es ist die Woche wieder Artikel rausgekommen, werde ich jetzt gar nicht dann zusammensuchen, weil es ist jede Woche ein anderer Artikel in die Richtung, angeblich in einer Viertelstunde wollen sie 80% laden, das ist das eine. Dann die nächste Schlagzeile in der Woche war angeblich resettet Apple sein Autoprojekt gerade komplett. Die haben angeblich über 1000 Leute an dem Projekt arbeiten und davon werden jetzt mehrere hundert entlassen. Also die wüstesten Schlagzeilen, ja. Drunter und drüber geht es in der Ecke. Aber man sieht halt relativ wenig konkrete Autos, außer eigentlich die Teslas, die man doch hin und wieder fahren sieht. Also es ist nicht allzu viel bisher sonst los. Das stimmt, ja. Ganz lustig vielleicht noch, da werde ich vielleicht schon den Artikel raussuchen, aber wenn ich es noch nicht parat habe. Der größte deutsche Elektroauto-Produzent, wer ist das? Das habe ich gelesen im Spiegel, das ist die Deutsche Post. Das ist die Deutsche Post. Ah. Die haben sich nämlich nicht auf die großen Marken verlassen wollen, sondern die haben eine Firma gekauft und sind jetzt selber da. Angeblich der größte deutsche Bonsai. Ja, die Hintergrundgeschichte war, sie sind zuerst zu den großen Autofirmen gegangen und haben gesagt, sie wollen einen Elektro-Post-Transporter für ihre Anforderungen. Und das war dann so teuer, dass im Endeffekt lieber eine kleine Firma gekauft haben und sich das jetzt selber machen. Wahnsinn. Also es ist ganz lustig, was das so für Blüten alles treibt, nicht? Diese Geschichte rund um die Elektromobilität. Aber ich denke, das ist ein klassisches Beispiel von dieser schumpeterschen kreativen Zerstörung. Und das ist ja richtig gesagt, Schumpeter. Also das ab und zu kommt halt eine Technologie, was dann die bestehenden Branchen wieder komplett umkrempelt. Aber noch tut es nicht. Nee. Nein, aber man weiß, dass sie kommen wird. Ne? Sie ist halt noch nicht da. Ja, schauen wir. Und ich nehme an, dass diese ganzen Meldungen auch zum Teil nur den Sinn haben, dass der Aktienkurs nicht sinkt. Ne? Weil du möchtest nicht Aktien haben von einem Unternehmen, was den Trend total verschlaft. Und dann produzieren die da halt Luft, sagen sie haben 30 Modelle in Planung. Das war vielleicht viel mehr... Wichtig ist das für die Aktionäre, also was da jetzt wirklich geplant wird. Mir wird gerade bewusst, was ich zuerst gesagt habe, stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe gesagt, das Einzige, was man so rumfahren sieht, sind die Teslas. Das, was man am häufigsten rumfahren sieht, sind eigentlich die E-Bikes. Ja. Da habe ich in letzter Zeit doch relativ viele gesehen in der Stadt. Das stimmt. Also sicher mehr als Elektroautos. In dieser Sparte davon hört man nämlich auch viel und sieht man viel. Ja. Sich doch in China, glaube ich, sind ja E-Mopeds schon ein großes Thema. Ne? Gibt es bei uns durchaus auch. Gibt es jetzt auch schon, ja.
Ich habe noch einen französischen Film, was ihr wollt. Oh mon Dieu. Sacré bleu. Und zwar, tut mir leid, den kann ich nicht spoilern, weil so wenig Inhalt drinnen ist, dass ich sonst nur den Titel erzählen kann. Und okay. Der Titel ist eigentlich schon der ganze Inhalt. Der Film heißt Mein kleiner Freund und das war's dann auch schon. Ah, ist das ja, das Film? Auteur, ist das der Film mit den Plakaten, wo der Vater mit dem Kind auf gleich groß sind? Ja. Ich glaube, ja. Und es ist eine Liebesgeschichte zwischen der Hauptdarstellerin, bitte in den Shownotes nachlesen, die hat auch bei Birnenkuchen mit Lavendel mitgespielt. Ah, okay. Und einem sehr kleinen Hauptdarsteller, der 1,36 ist oder so. Und wenn man die Vorschau gesehen hat, kennt man auch schon den ganzen Film, weil da flirten die zwei miteinander und kommen halt zusammen. Und der Film fängt auch so an, dass die zusammenkommen. Also sie ist eine Anwältin und ihr Mann nervt sie eh gerade und sie will Scheidung von ihm. Und er findet ihr Handy, das sie vergessen hat, und ruft sie dann an auf dem Handy und vereinbart halt ein Treffen, um ihr das Handy zu übergeben, und dabei ladet er sie dann gleich ein auf einen Fallschirmsprung und halt tut immer so ganz tolle Sachen für sie machen. Okay. Und dann kommen sie halt zusammen, aber, und das ist jetzt die, und das alles ist nach circa 10 Minuten oder 15 Minuten abgehandelt. Man denkt, aha, jetzt sind sie zusammengekommen, wie geht jetzt der Rest vom Film aus? Und der ganze Film handelt dann eigentlich davon, dass die Hauptdarstellerin halt das nicht damit klarkommt, dass sie jetzt eine Beziehung hat zu einem Mann, der jetzt nicht dem Schönheitsideal oder den gängigen Vorstellungen entspricht, nämlich weil er halt unter der Mindestgröße ist, wie ein Mann groß zu sein hat. Und dann sowohl ihre Mutter macht sie fertig, als auch halt die Leute im Restaurant, die halt so böse oder nicht böse, eigentlich so neugierig rüberschauen, also damit mit dem, wie soll man sagen, das Thema, ob sozusagen eine Liebe stärker ist als die Moralvorstellungen der Umwelt. Okay. Ja. Und es klingt jetzt schon so, wie war der Film? Fad. Also es war für dich ich habe mir dann gedacht, vielleicht muss man... Hat er keine Komik rausholen können aus dem... Schon, ja, es sind ein paar lustige Szenen und der kleine Mann wird immer von seinem riesigen Bernhardiner-Hund über den Haufen gerannt. Das ist also ein Running Gag. Okay. Aber... Ja, man ist lustig, den beim Spielen und beim Flirten zuzuschauen. Der ist halt so klein und hyperaktiv, so wie Lydiphonie, so nur ein bisschen kleiner und lustig, aber irgendwie habe ich mir gedacht, sie walzen da jetzt sehr ein Problem in die Länge. Also hat keine Dynamik, der Film. Es klingt so, als wenn sie ab sofort, ab dem Zeitpunkt, wo sie zusammen sind und dann nur noch die Problematik abgehandelt wird, ist das irgendwie Luft raus. Ja, für mich halt. Vielleicht, wenn man das selber erlebt hat oder so, oder sich seiner Gefühle so unsicher war, dann kann man da vielleicht mehr mitfühlen, aber vielleicht fehlt mir einfach die Lebenserfahrung in dem Bezug. Also, ja, ich habe mir gedacht, das ist eine lustige französische Komödie, aber es war eine französische Komödie, aber nicht besonders lustig. Alles klar. Na gut. Ich glaub, der Stefan mag gehen. Ja, wir können ruhig Schluss machen. Das eine Spiel würde ich gerne noch mehr reinspielen und nächste Woche erzählen. Na gut, dann. Okay, halt, ich muss noch ausrichten. Schöne Grüße vom Dennis. Er ist heute nicht da, aber er will nächste Woche wiederkommen. Cool. Super. Freuen wir uns. Und er wird erzählen über Markov-Ketten. Ich hoffe, sehr gut. Okay. Du weißt, was das ist. Klar. Okay. Ah ja, eine Bitte hätte ich an die werten Hörerinnen und Hörer. Ich hätte gerne OpenML-Dateien. Ah. Also magst du deine Feeds, ich will Feeds parsen. Dein neurologisches Netzwerk füttern? Nein, das neurologisches Netzwerk wird es weniger werden als eine brauchbare Datenbank. Und wer Lust hat, mir seine OpenML-Datei, sprich die Liste seiner Feeds zu schicken, würde mich sehr darüber freuen. Okay. stefan@panoptikum.io, Panoptikum mit K. Ich schicke das mal schon mal. Danke. Okay, schicke ich dir. Super. Also dann, ciao. Ciao, bis nächstes Mal.